So, hallo. Ja, ich mache mal wieder einen kleinen Vlog und zwar anlässlich einer Blogparade, an der ich gerne mitmachen möchte. Und zwar heißt die Faszination Zeppelin. Und ja, ich wohne ja in Friedrichshafen. Ich habe also schon ganz, ganz früh was über Zeppeline mitbekommen. Steht dann auch alles in meinem Blog, könnt ihr alles nachlesen. Und wie ihr seht, bin ich jetzt hier am Zeppelin-Hangar und hinter mir ist ein Zeppelin festgemacht. Also er fliegt jetzt gerade nicht weg. Wie ihr seht, ich weiß nicht warum, vielleicht wegen Wetter, weil ja, wir haben jetzt gerade irgendwie ein bisschen bewölktes Wetter, sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist eigentlich trocken. Windig ist es auch nicht sehr, aber ja gut, so ein Zeppelin ist natürlich relativ windanfällig. Er fliegt nicht immer. Vielleicht ist auch Mittagspause, kann auch sein. Wir haben jetzt gerade so 12:30. Ja, Faszination Zeppelin. Ich finde natürlich Zeppelin unheimlich faszinierend, weil wie gesagt, ich habe schon als Kind relativ früh etwas davon mitbekommen, habe schon in der Grundschule sozusagen die Geschichte kennengelernt, habe da auch natürlich auch von dem Unglück damals erfahren, 1937 in Lakehurst, haben wir das erste Mal so ein großes Ding gesehen, so ein Video, oder damals nicht Video, sondern Film natürlich, auch Filmrolle mit Filmprojektor und sowas. Und es ist für mich heute noch sehr bewegend, wenn ich da diese Stimme von diesem Radioreporter höre, wo er damals live berichtet hat vom Anlegen. Das war ja eigentlich erstmal so gedacht, ja, er berichtet halt so, Lakehurst, Zeppelin kommt und ja. Und dann geht's eigentlich erst los, wo das plötzlich der große Knall und dann Peng und dann, ja, merkt man, wie er sich da sehr mitgenommen ist, sehr beeindruckt und natürlich auch sehr emotional das kommentiert. Ja, hier ist jetzt, wie gesagt, relativ wenig los. Ich würde natürlich gerne mal mitfliegen, weil so ein Zeppelin ist schon irgendwas Besonderes, weil die Art zu fliegen ist doch irgendwie ganz was anderes, als wie ja mit dem Flugzeug loszufliegen, abheben und so. Ich bin noch nie geflogen, noch nie. Also weder mit dem Zeppelin noch mit sonst irgendwelchen Luftfahrtgeräten. Von daher wäre es natürlich toll, wenn ich jetzt bei dieser Blogparade, also bei der Blogparade kann man was gewinnen, nämlich genau einen Flug bei diesem Zeppelin hier. Und da wäre ich natürlich schon auch schon scharf drauf, muss ich schon ehrlich zugeben. Ja, warum das so was Besonderes ist, ja, wie gesagt, ich habe halt auch von meinen Eltern mitbekommen. Meine Eltern sind ja schon ein bisschen älter, ich bin auch älter. Ihr seht, ich bin jetzt schon knapp über 50. Meine Eltern sind noch älter, also mein Vater ist jetzt 91, der ist also 1923 geboren, meine Mutter 26 geboren, also ist jetzt 88 oder wird dieser 89. Und die haben natürlich berichtet, dass sie in ihrer Kindheit noch den richtigen großen Zeppelin gesehen haben. Eben halt so die wahrscheinlich die Hindenburg oder die Graf Zeppelin. Und meine Mutter hat berichtet, ja, meine Mutter stammt aus Leipzig, dass sie halt früher halt als Kind gesehen hat, wie der Zeppelin über Leipzig drüber hinweggeflogen ist, wie sie Musik gehört hat, und die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft sind rausgerannt und haben gerufen, der Zeppelin, der Zeppelin. Ja, und das muss natürlich für die Kinder damals und auch für die Bevölkerung allgemein eine große was Beeindruckendes gewesen sein, weil wenn ich mir vorstelle, das ist ein kleiner Zeppelin, das ist im Gegensatz zur Hindenburg oder zur Graf Zeppelin ja doch echt winzig, also nicht winzig, aber immer noch etwas kleiner, denke ich mal. Ja, also von daher finde ich das unheimlich faszinierend, auch was danach passiert ist. Also es ist der größte Zeppelin, der gebaut wurde, es war glaube ich in Amerika ein Luftschiff zur Überwachung von Meeren, also von der Küsten. Und das ist leider irgendwo untergegangen, beziehungsweise bei einem Sturm, glaube ich, auch explodiert oder irgendwie halt havariert und ist halt jetzt irgendwo im Meer. Habe ich mal eine tolle Dokumentation gesehen. Also von daher finde ich natürlich Zeppeline schon unheimlich faszinierend. Und es wäre schön, wenn es noch größere Zeppeline gäbe, wieder wo man reisen kann, wo man einfach halt, ja, einfach was, ja, oder Cargolift oder sowas, finde ich schade, dass der nichts draus geworden ist, dass die Firma pleite gegangen ist. Aber nun gut, es ist halt so. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch in Zukunft wieder große Zeppeline geben wird. Also gerade, weil man braucht ja doch relativ wenig Energie, denke ich mal, um so ein Ding zu fliegen. Also man muss halt weniger Energie reinsetzen, weil das Ding schwebt mehr oder weniger. Ja, also das Ding fliegt hier, also dieser Zeppelin, es ist ein Zeppelin NT, im Gegensatz zu den alten Zeppelin, die sind ja gefahren. Der Unterschied ist ja, fahren heißt Luftschifffahrt, wenn es leichter ist wie Luft. Der hier ist etwas schwerer wie Luft, also man hat ihn so getrimmt, dass also der Auftrieb nicht so hoch ist, dass er von selbst fliegt. Man muss also im Prinzip noch ein bisschen Energie dazugeben von den Motoren, die sind schwenkbar und dann hebt das Ding ab. Deswegen fliegt dieser Zeppelin und die alten, die sind gefahren. Ja,
das war so das, was ich jetzt irgendwo sagen wollte zu Zeppelin und Faszination Zeppelin. Schaut einfach mal auf meinen Blog, macht vielleicht selber bei der Blogparade mit. Ihr müsst natürlich dann dazu nach Friedrichshafen kommen und um mitmachen zu können. Ja, hier irre ich mich. Der Flug ist geplant am 12.06.2015 und das Barcamp findet somit am 13.06. bis zum 14.06.2015 in Konstanz statt. Rundflüge veranstalten, ja, ein Sponsor des Barcamps oder ein, ja, einer der Sponsoren. Ja, also wäre schön, wenn ich da mitgewinnen könnte. Ich würde natürlich auch ein paar Fotos machen, Filme und sonst irgendwas davon berichten, aber ja, mal sehen. Das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag, schöne Woche oder egal wann ihr das seht. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Danke!